Dass das Leben online stattfindet, ist für unsere Kinder selbstverständlich. Während wir Erwachsenen oft denken, sowas geht auch online, kennen unsere Kinder die grenzenlosen Möglichkeiten des Internets längst. Dabei übersehen sie jedoch zu oft die Gefahren. Statistiken zeigen, dass jedes 10. Kind beim Surfen bereits mit nicht altersgerechten Inhalten in Berührung gekommen ist. Sexuelle Inhalte wurden sogar jedem 3. Kind aktiv geschickt. Jedes 6. Kind hat Erfahrungen mit Cybermobbing. Dieser Einblick zeigt, wir müssen unseren Kindern früh beibringen, worauf sie im Internet achten sollen. Genauso wie wir ihnen beibringen, nach links und rechts zu schauen, bevor sie die Straße überqueren. Mit einer vertrauensvollen und offenen Kommunikation erleichterst du es deinem Kind, bei negativen Erfahrungen auf dich zuzugehen. Das ist wichtig, denn nur 50% der Kinder sprechen in diesen Fällen mit ihren Eltern. Mit den folgenden 4 Maßnahmen sind du und dein Kind auf der sicheren Seite. Erstens, definiere gemeinsam mit deinem Kind Grundregeln zur Mediennutzung. Besprecht, welche Inhalte altersgerecht sind und wie lange und in welchem Zeitraum dein Kind online sein darf. Setz zum Beispiel eine gemeinsame Vereinbarung auf. Die hilft deinem Kind dabei, die Regeln besser zu verstehen und einzuhalten. Zweitens, sensibilisiere dein Kind dafür, dass nicht alle Links, Anhänge und Social-Media-Kontakte vertrauenswürdig sind. Wenn dein Kind unsicher ist, sollte es immer zu dir kommen. Drittens, rede mit deinem Kind über mögliche Gefahren. Es gibt Informationen, die man als Kind nicht online teilen sollte. Alter, Nachname, Adresse, Telefonnummer, wann jemand zu Hause ist und wann nicht. Außerdem sollte sich dein Kind nie mit Fremden treffen, die es online kennengelernt hat. Viertens, du solltest wissen, mit welchen Inhalten dein Kind im Internet in Kontakt kommt. Frage daher dein Kind, ob es in Ordnung ist, dass du ihm auf Social-Media-Kanälen folgst. Schaffe dabei eine offene Atmosphäre, in der dein Kind sich dir bei Unsicherheiten und Problemen anvertraut. Und vergiss dabei nicht, jedes Kind hat auch ein Recht auf Privatsphäre. Schon diese 4 Maßnahmen helfen dir dabei, dein Kind in der Online-Welt zu schützen.